Evangelium nach Philippus. Ein hebräischer Mensch pflegt ein Hebräer zu erschaffen und man nennt ihn folgendermaßen Bekehrter. Ein Bekehrter aber pflegt keinen Bekehrten zu erschaffen, denn die einen sind so, wie sie entstehen und bringen noch andere hervor, den anderen aber muss es schon genügen, dass sie existieren. Ein Sklave trachtet allein danach, frei zu werden. Er pflegt aber nicht nach dem Besitz seines Herrn zu trachten. Der Sohn aber ist nicht nur ein Sohn, sondern er schreibt sich das Erbe seines Vaters zu. Diejenigen, die Todes erben, sind selbst tot und erben Todes. Diejenigen, die das Lebendige erben, sind lebendig und erben das Lebendige und das Tote. Die Toten erben nichts. Denn wie sollte der Tod erben? Wenn der Tod das Lebendige erbt, wird er nicht sterben, sondern der Tote wird umso mehr leben. Ein heidnischer Mensch pflegt nicht zu sterben, denn er hat gar nicht erst gelebt, so dass er sterben könnte. Wer zum Glauben an die Wahrheit gekommen ist, hat das Leben gefunden. Und dieser schwebt in Gefahr zu sterben, denn er ist lebendig. Seit dem Tag, an dem Christus in die Welt gekommen ist, wird die Welt geschaffen, die Städte geschmückt und das Tote herausgetragen. Als wir noch Hebräer waren, waren wir Waisen und hatten nur unsere Mutter. Als wir Christen wurden, bekamen wir Vater und Mutter. Die im Winter säen, pflegen im Sommer zu ernten. Der Winter ist die Welt. Der Sommer ist der andere Äon. Lasst uns in der Welt säen, damit wir im Sommer ernten. Deswegen ist es für uns angemessen, im Winter nicht zu beten. Der Ausgang des Winters ist der Sommer. Wenn einer aber im Winter erntet, wird er nicht ernten, sondern ausreißen. Auf diese Weise wird er keine Ernte haben. Nicht allein wird sie nicht hervorkommen, sondern auch am Sabbat ist sie ohne Frucht. Christus ist gekommen, dass er einige zwar loskaufe, andere aber rette, wieder andere erlöse. Die Fremden kaufte er los, er machte sie zu den Seinen, und er sonderte die Seinen ab, die er als Pfand nach seinem Willen gegeben hat. Er hinterlegte die Seele nicht erst, als er in Erscheinung trat, als er wollte, sondern seit dem Tage, an dem die Welt besteht, hinterlegt er die Seele. Dann kam er das erste Mal, um sie wieder wegzunehmen, da sie als Pfand gegeben worden war. Sie geriet unter die Räuber und wurde gefangen genommen, und er rettete sie. Und er erlöste die Guten in der Welt ebenso wie die Bösen. Das Licht und die Finsternis, das Leben und der Tod, rechts und links sind einander Brüder. Sie sind untrennbar. Deswegen sind weder die Guten gut, noch die Schlechten schlecht. Noch ist das Leben ein Leben, noch der Tod ein Tod. Deswegen wird sich jeder Einzelne auflösen in seinen Ursprung von Anfang an. Die aber erhaben sind über die Welt, sind unauflöslich, sind ewig. Die Namen, die man den weltlichen Dingen gibt, verursachen eine große Irreführung. Denn sie wenden ihren Sinn von dem Feststehenden zu den Nicht-Feststehenden. Und wer Gott hört, erkennt nicht das Feststehende, sondern er hat das Nicht-Feststehende erkannt. So verhält es sich auch mit dem Namen der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und das Leben und das Licht und die Auferstehung und die Kirche und alle anderen Namen. Man erkennt nicht das Feststehende, sondern man erkennt das Nicht-Feststehende, außer man hat das Feststehende kennengelernt. Die Namen, die gehört werden, sind in der Welt und täuschen. Wenn sie im Äon wären, so würden sie in dieser Welt niemals als Namen benutzt werden. Noch würden sie unter den weltlichen Dingen eingereiht. Sie haben ihr Ende im Äon,
Einen einzigen Namen pflegt man nicht auszusprechen in der Welt. Den Namen, den der Vater dem Sohn gegeben hat. Er ist über alle Namen erhaben. Dies ist der Name des Vaters. Der Sohn würde nämlich nicht Vater werden, wenn er nicht den Namen des Vaters tragen würde. Diejenigen, die diesen Namen haben, kennen ihn, aber sie sprechen nicht von ihm. Diejenigen, die ihn nicht haben, kennen ihn nicht. Aber die Wahrheit hat einige Namen in dieser Welt hervorgebracht, unseretwegen, weil es nicht möglich ist, sie ohne die Namen kennenzulernen. Eine einzige ist die Wahrheit. Sie ist vielfältig, und zwar unseretwegen, um zu belehren über die Sachen allein in Liebe durch viele. Die Archonten wollten den Menschen täuschen, weil sie sahen, dass er eine Verwandtschaft zu dem wahrhaft Guten besaß. Sie nahmen den Namen derer, die gut sind, und gaben ihn denen, die nicht gut sind, damit sie ihn, den Menschen, täuschen durch die Namen und sie binden an die, die nicht gut sind. Und dann, was für eine Gunst sie ihnen erweisen. Sie veranlassen sie, sich von denen, die nicht gut sind, zu entfernen, und sie versetzen sie zu denen, die gut sind. Diese kannten sie, denn sie, die Archonten, wollten die Freien nehmen und sich ihnen zum Sklaven machen bis in Ewigkeit. Es gibt Kräfte, die den Menschen Nutzen bringen, ohne zu wollen, dass er erlöst werde, damit ihr Bestand von Dauer sei. Wenn nämlich der Mensch gerettet wird, dann werden keine Opfer mehr geschehen und keine Tiere werden mehr den Kräften geopfert werden. Denn die Tiere sind es, die sie ihnen darbrachten. Sie brachten sie zwar lebend dar, aber als sie sie darbrachten, starben sie. Den Menschen brachten sie Gott dar, der tot war und er lebte. Bevor Christus kam, gab es kein Brot in der Welt. Wie das Paradies, der Ort, wo Adam war, hatte sie, die Welt, viele Bäume als Nahrung für die Tiere. Sie hatte kein Weizen als Nahrung für den Menschen. Der Mensch ernährte sich wie die Tiere. Aber als Christus, der vollkommene Mensch, kam, brachte er Brot vom Himmel, damit sich der Mensch von der Nahrung des Menschen ernähre. Die Archonten dachten, dass sie durch ihre Kräfte und ihren Willen das tun, was sie taten. Der Heilige Geist aber bewirkte alles im Verborgenen durch sie, wie er wollte. Die Wahrheit wird an allen Orten ausgesät. Sie, die von Anfang an besteht, und viele sehen sie, wie sie gesät wird. Wenige aber sind es, die sie sahen, wie sie auch geerntet wird. Einige sagten, Maria ist von der Heiligen Geistin schwanger geworden. Sie sind im Irrtum, sie wissen nicht, was sie sagen. Wann ist je eine Frau von einer Frau schwanger geworden? Maria ist die Jungfrau, die keine Macht befleckte. Sie ist ein großer Fluch für die Hebräer. Das sind die Apostel und die Apostelschüler. Diese Jungfrau ist keine Machtbefleckte, die Mächte befleckten sich selbst. Und der Herr hätte nicht gesagt, mein Vater, der im Himmel ist, wenn er noch einen anderen Vater gehabt hätte, sondern er hätte einfach gesagt, mein Vater. Der Herr sagte zu den Jüngern, ihr sollt wegnehmen von jedem Haus und einbringen in das Haus des Vaters. Nehmt weder etwas weg in dem Haus des Vaters, noch tragt etwas weg. Jesus ist ein verborgener Name. Christus ist ein offenbarer Name. Deswegen gibt es Jesus nicht in irgendeiner Sprache, sondern sein Name ist Jesus, wie man ihn nennt. Christus hingegen, sein Name ist auf Syrisch Messias, auf Griechisch aber ist er Christus. Überhaupt haben ihn alle anderen Völker entsprechend der Sprache eines jeden Einzelnen von ihnen. Der Nazaräer ist der Offenbare im Geheimen. Christus hat alles in sich.
sei es Mensch, sei es Engel, sei es Mysterium, sei es Vater. Diejenigen, die sagen, der Herr ist zuerst gestorben und dann auferstanden, sind im Irrtum. Denn er ist zuerst auferstanden und dann gestorben. Wenn jemand nicht zuerst die Auferstehung erwirbt, wird er sterben. So wahr Gott lebt, jener würde sterben. Niemand wird eine große, wertvolle Sache verbergen in einem großen Werk. Aber oftmals hat jemand unzählige, Zehntausende in einem Werk vom Werte eines Hellers geworfen. So verhält es sich auch mit der Seele, so ein wertvolles Werk, und sie geriet in einen wertlosen Leib. Einige fürchten sich, dass sie nackt auferstehen. Deswegen wollen sie im Fleisch auferstehen. Und sie wissen nicht, dass diejenigen, die das Fleisch tragen, gerade die Nackten sind. Es sind diese, die sich selbst entkleiden, die nicht nackt sind. Nicht Fleisch und Blut werden das Reich Gottes erben. Welches ist dieses, das nicht erben wird? Das, welches auf uns ist. Welches aber ist hingegen das, das erben wird? Es ist das, was zu Jesus gehört und seinem Blut. Deswegen hat er gesagt, wer mein Fleisch nicht essen und mein Blut nicht trinken wird, hat kein Leben in sich. Was bedeutet das? Sein Fleisch ist das Wort und sein Blut ist der Heilige Geist. Wer diese empfangen hat, hat Nahrung und Trinken und Kleidung. Und tadle auch die anderen, die sagen, es, das Fleisch, wird nicht auferstehen. Dann sind beide Parteien im Unrecht. Du sagst, das Fleisch wird nicht auferstehen, aber sage mir, was wird auferstehen, damit wir dich ehren? Du sagst, der Geist im Fleisch und auch dieses Licht im Fleisch ist es. Aber auch das ist ein Wort, das im Fleisch ist. Denn was immer du sagen wirst, du sagst es nicht außerhalb des Fleisches. Es ist nötig, in diesem Fleisch aufzuerstehen, da alles in ihm ist. Auf dieser Welt sind die, die die Kleider anziehen, wertvoller als die Kleider. Im Reich der Himmel sind die Kleider wertvoller als die, die sie sich angezogen haben. Durch Feuer und Wasser wird der ganze Ort gereinigt. Die offenbaren Dinge durch die offenbaren Dinge. Die verborgenen Dinge durch die verborgenen Dinge. Es gibt einige, die verborgen sind, durch die offenbaren Dinge. Wasser ist im Wasser, Feuer ist im Salböl. Jesus trug sie alle heimlich. Er offenbarte sich nämlich nicht so, wie er war, sondern er offenbarte sich so, wie sie ihn würden sehen können. Er offenbarte sich allen. Er offenbarte sich den Großen als Großer. Er offenbarte sich den Kleinen als Kleiner. Er offenbarte sich den Engeln als Engel und den Menschen als Mensch. Deswegen verbarg sich sein Logos vor allen. Einige sahen ihn zwar, indem sie jedoch glaubten, sie würden sich selbst sehen. Aber als er sich seinen Jüngern in Herrlichkeit auf dem Berg offenbarte, war er nicht klein. Er war groß geworden. Aber er machte die Jünger groß, damit sie in der Lage sein würden, ihn in seiner Größe zu sehen. Er sagte an jenem Tage in der Danksagung, der du das vollkommene Licht mit dem Heiligen Geist vereinigt hast, vereinige die Engel auch mit uns, den Abbildern. Verachtet das Lamm nicht, denn ohne es ist es nicht möglich, den König zu sehen. Niemand wird seinen Weg zum König beschreiten können, wenn er nackt ist. Der himmlische Mensch hat mehr Kinder als der irdische Mensch. Wenn die Kinder Adams zahlreich sind, obwohl sie sterben, um wie viel mehr die Kinder des vollkommenen Menschen, diese, die nicht sterben, sondern immerzu gezeugt werden. Der Vater macht ein Kind und das Kind hat nicht die Möglichkeit, ein Kind zu machen. Denn wer gezeugt worden ist, hat nicht die Möglichkeit zu zeugen, sondern das Kind schafft sich Brüder, nicht Kinder.
Alle, die in der Welt gezeugt werden, werden auf natürliche Art und Weise gezeugt. Und die anderen werden genährt von dem Ort, von dem sie stammen. Es ist bedingt durch die Zusage an dem himmlischen Ort, dass der Mensch Nahrung erhält. Wenn der Logos aus diesem Ort herausgekommen wäre, würde er durch den Mund ernährt und vollkommen werden. Denn die Vollkommenen werden durch einen Kuss schwanger und gebären. Deswegen küssen auch wir einander. Wir empfangen die Schwangerschaft durch die Gnade, die unter uns ist. Es waren drei, die alle Zeit mit dem Herrn wandelten: Maria, seine Mutter, und ihre Schwester und Magdalena, die man seine Gefährtin nannte. Denn eine Maria ist seine Schwester und seine Mutter und seine Gefährtin. Der Vater und der Sohn sind einfache Namen. Der Heilige Geist ist ein doppelter Name. Sie sind nämlich an allen Orten. Sie sind oben und sind unten. Sie sind im Verborgenen, sie sind in den offenbaren Dingen. Der Heilige Geist ist in dem Offenbaren, er ist unten. Er ist in dem Verborgenen, er ist oben. Den Heiligen werden Dienste durch die bösen Mächte geleistet. Denn sie sind blind durch den Heiligen Geist, damit sie glauben, dass sie einem gewöhnlichen Menschen dienen, wenn sie einem Heiligen dienen. Deswegen bat ein Jünger den Herrn eines Tages um eine Sache der Welt. Er sagte zu ihm: Bitte deine Mutter, und sie wird dir von fremden Dingen geben. Die Apostel sprachen zu den Jüngern: Möge unser ganzes Opfer Salz enthalten. Denn sie nannten Sophia Salz. Ohne sie ist kein Opfer annehmbar. Sophia aber ist unfruchtbar, ohne Kinder. Deshalb nennt man sie Salz. Wo immer sie ist, ist die Heilige Geistin. Und in ihr sind Kinder zahlreich. Was der Vater besitzt, gehört dem Sohn. Und solange der Sohn selbst klein ist, vertraut man ihm das Seine nicht an. Aber wenn er zum Mann geworden ist, gibt sein Vater ihm alles, was er besitzt. Die Verirrten, die der Geist zeugt, pflegten auch durch ihn in die Irre zu gehen. Deswegen entzündet sich und erlöscht das Feuer durch denselben Hauch. Eine Sache ist Eramot und eine andere Sache ist Echmot. Eramot ist die Sophia schlechthin. Echmot ist aber die Sophia des Todes. Das ist die Sophia des Todes. Das ist die, die den Tod kennt, die man die kleine Sophia nennt. Es gibt Tiere, die sich dem Menschen unterordnen, wie das Kalb und der Esel und andere dieser Art. Es gibt andere, die sich nicht unterordnen, die allein in der Wüste leben. Der Mensch pflügt das Feld mit den Tieren, die sich unterordnen. Und dadurch ernährt er sich und die Tiere, sowohl die, die sich unterordnen, als auch die, die sich nicht unterordnen. So verhält es sich auch mit dem vollkommenen Menschen. Durch die Kräfte, die sich unterordnen, pflügt er und sorgt dafür, dass alles entsteht. Denn deswegen besteht der ganze Ort, sowohl die Guten wie auch die Schlechten, die Rechten und die Linken. Der Heilige Geist weidet alle und herrscht über alle Kräfte, die sich unterordnen und die sich nicht unterordnen und die alleine sind. Denn er schließt sie ein, damit sie nicht in der Lage sind zu entkommen. Der geformt wurde, ist schön, aber du würdest seine Kinder nicht finden, indem sie edle Gebilde sind. Wenn er nicht gebildet, sondern gezeugt worden wäre, würdest du seine Nachkommenschaft edel finden. Nun aber wurde er gebildet und erzeugte. Was für ein Adel ist das? Zuerst entstand der Ehebruch, danach der Mörder. Und sie zeugten ihn aus dem Ehebruch.
denn er war das Kind der Schlange. Daher wurde er zum Menschenmörder, wie auch sein Vater. Und er tötete seinen Bruder. Jeder Geschlechtsverkehr, der zwischen einander nicht gleichen stattgefunden hat, ist Ehebruch. Gott ist ein Färber, wie die guten Farben, welche die Waren genannt werden, untergehen mit den Dingen, die mit ihnen gefärbt worden sind. So verhält es sich mit denen, die Gott gefärbt hat. Da seine Farbgebungen unsterblich sind, sind sie durch seine Farbe unsterblich. Gott aber taufte die, die er taufte, im Wasser. Es ist nicht möglich, dass jemand etwas von dem Feststehenden sieht, es sei denn, dass dieser wie jene wird. So verhält es sich nicht mit dem Menschen, der auf der Welt ist. Er sieht die Sonne, ohne selbst Sonne zu sein. Und er sieht den Himmel und die Erde und alle übrigen Dinge, ohne selbst jener zu sein. So verhält es sich mit der Wahrheit. Vielmehr hast du etwas von jenem Ort gesehen und du wurdest zu jenen Dingen. Du hast den Geist gesehen und du wurdest Geist. Du hast Christus gesehen, du wurdest Christus. Du hast den Vater gesehen, du wirst Vater werden. Deshalb siehst du an diesem Ort alle Dinge und du siehst nicht dich selbst. Aber an jenem Ort siehst du dich selbst und was du siehst, wirst du werden. Der Glaube empfängt, die Liebe gibt. Niemand wird ohne den Glauben empfangen können. Niemand wird ohne die Liebe geben können. Daher, damit wir nun empfangen, glauben wir. Damit wir lieben, geben wir. Denn wenn jemand nicht aus Liebe gibt, hat er keinen Nutzen von dem, was er gegeben hat. Wer den Herrn nicht empfangen hat, ist noch ein Hebräer. Die Apostel, die vor uns waren, nannten ihn so: Jesus, der Nazaräer, Messias. Was heißt Jesus, der Nazaräer, Christus? Der letzte Name ist Christus, der erste Name ist Jesus, der in der Mitte ist der Nazaräer. Messias hat zwei Bedeutungen, sowohl Christus als auch der Gemessene. Jesus heißt auf Hebräisch die Erlösung, Nazara heißt die Wahrheit. Der Nazaräer heißt daher die Wahrheit. Christus hat man gemessen, den Nazaräer und Christus hat man gemessen. Den Nazaräer und Jesus hat man gemessen. Wenn die Perle in den Schmutz hinabgeworfen wird, wird sie nicht minderwertiger. Noch wird sie, wenn sie mit Balsam gesalbt wird, wertvoller werden. Sondern sie hat alle Zeit den gleichen Wert bei ihrem Besitzer. So verhält es sich auch mit den Kindern Gottes, wo immer sie sind. Sie haben weiterhin den gleichen Wert bei ihrem Vater. Wenn du sagst, ich bin ein Jude, wird sich niemand bewegen. Wenn du sagst, ich bin ein Römer, wird sich niemand erschrecken. Wenn du sagst, ich bin ein Grieche, ein Barbar, ein Sklave, ein Freier, wird sich niemand aufregen. Wenn du sagst, ich bin Christ, wird jeder erbeben. Möge es geschehen, dass ich werde wie das. Dieser, dessen Namen nicht ertragen werden kann. Gott ist ein Menschenfresser, deshalb schlachtete man ihm Menschen. Bevor der Mensch geschlachtet wurde, schlachtete man Tiere, denn keine Götter waren die, denen man schlachtete. Die Glasgefäße und die Tongefäße pflegen beide durch das Feuer zu entstehen. Aber wenn die Glasgefäße zerbrechen, werden sie gewöhnlich wieder geschaffen, denn sie sind aus einem Hauch entstanden. Wenn die Tongefäße hingegen zerbrechen, pflegen sie zugrunde zu gehen, denn sie sind ohne Hauch geschaffen. Ein Esel, der unter einem Mahlstein im Kreise ging, legte 100 Meilen gehend zurück. Als er losgemacht wurde, fand er sich wieder an demselben Platz vor. Es gibt Menschen, die viele Reisen zu machen pflegen und schreiten doch an keinem Orte weiter. Als es für sie Abend wurde, hatten sie keine Stadt, noch Dorf, noch Schöpfung, noch Natur,
Kraft und Engel gesehen. Vergeblich haben sich die Armseligen abgemüht. Die Eucharistie ist Jesus, denn auf Syrisch wird er genannt Pharisata, das heißt der Ausgebreitete. Jesus kam nämlich, indem er ein der Weltgekreuzigter ist. Der Herr ging in eine Färberei. Er nahm 72 Farben und warf sie in den Kessel. Er brachte sie alle weiß heraus und sagte: So ist auch der Sohn des Menschen als Färber gekommen. Die Sophia, die man die Unfruchtbare nennt, sie ist die Mutter der Engel, und die Gefährtin von Christus ist Maria Magdalena. Der Herr liebte sie mehr als alle anderen Jünger, und er küsste sie oftmals auf ihren Mund. Die übrigen Jünger, sie sagten zu ihm: Weshalb liebst du sie mehr als uns alle? Es antwortete der Erlöser, er sprach zu ihnen: Weshalb liebe ich euch nicht so wie sie? Wenn ein Blinder und einer, der sieht, beide im Finsteren stehen, sind sie nicht voneinander unterscheidbar. Wenn aber das Licht kommt, wird der, der sieht, das Licht sehen, und der Blinde wird in der Finsternis bleiben. Der Herr sagte: Gesegnet ist der, der existiert, bevor er entstand. Denn der, der existiert, war und wird sein. Die Erhabenheit des Menschen ist nicht offenbar, sondern ist im Verborgenen. Deswegen ist er Herr über die Tiere, die stärker sind als er, die groß sind entsprechend dem Offenbaren und dem Verborgenen. Und dies gibt ihnen Bestand. Wenn der Mensch sich aber von ihnen trennt, pflegen sie einander zu töten und einander zu beißen. Und sie fraßen einander, weil sie keine Nahrung fanden. Jetzt aber haben sie Nahrung gefunden, weil der Mensch die Erde bearbeitet hat. Wenn einer in das Wasser herabgeht und heraufkommt, ohne etwas empfangen zu haben, und spricht: Ich bin ein Christ, so hat er den Namen auf Zinsen geliehen. Wenn er aber den Heiligen Geist empfängt, hat er den Namen als Geschenk. Wer ein Geschenk erhalten hat, dem wird es nicht weggenommen. Wer aber etwas auf Zinsen geliehen hat, von dem verlangt man es zurück. So widerfährt es auch einem, wenn er im Mysterium ist. Groß ist das Mysterium der Hochzeit, denn ohne es würde die Welt nicht existieren. Der Bestand der Welt sind die Menschen, der Bestand der Menschen aber ist die Hochzeit. Erkennt, welch wunderbare Kraft die unbefleckte Beiwohnung besitzt. Ihr Abbild hat eine von Beflecktheit. Die Gestalten der unreinen Geister sind männliche und weibliche. Die männlichen sind die, die sich mit den Seelen vereinigt haben, welche in einer weiblichen Gestalt wandeln. Die weiblichen hingegen sind diejenigen, die mit einer männlichen Gestalt vereinigt sind, durch einen Ungehorsam. Und niemand wird ihnen entfliehen können. Da man ihn ergreifen wird, falls er nicht eine männliche Kraft empfängt und eine weibliche. Das sind der Bräutigam und die Braut. Man erhält diese aber aus dem abbildlichen Brautgemach. Wenn die törichten Frauen einen Mann sehen, der alleine lebt, pflegen sie, sich auf ihn zu stürzen, und sie scherzen mit ihm und beflecken ihn. Ebenso verhält es sich mit den törichten Männern. Wenn sie eine alleinlebende schöne Frau sehen, beschwatzen sie sie und vergewaltigen sie, weil sie sie beflecken wollen. Wenn sie aber sehen, dass der Mann und seine Frau zusammenleben, können die Frauen nicht zum Manne gehen und die Männer nicht zu der Frau gehen. So verhält es sich auch, wenn das Abbild und der Engel sich miteinander vereinigen. Niemand wird es wagen können, zu dem Mann oder zu der Frau zu gehen. Der, der aus der Welt kommt und so nicht länger ergriffen werden kann, obwohl er in der Welt war, ist offenkundig erhaben über die Begierde und die Frucht. Er ist Herr über die Natur. Er ist besser als der Eifer. Wenn er kommt,
greift sie ihn und drosselt ihn. Und wie sollte auch dieser in der Lage sein zu entfliehen, den großen Mächten? Und wie sollte er in der Lage sein? Es gibt einige, die sagen, wir sind Gläubige, damit sie nicht die unreinen Geister und Dämonen sehen. Wenn sie nämlich den Heiligen Geist hätten, würde sich kein unreiner Geist mit ihnen verbinden. Fürchte dich nicht vor dem Fleisch, noch liebe es. Wenn du dich vor ihm fürchtest, wird es Herr über dich werden. Wenn du es liebst, wird es dich verschlingen und dich erwürgen. Entweder ist er in dieser Welt oder in der Auferstehung oder an den Orten, die in der Mitte sind. Möge es nicht geschehen, dass ich in ihn gefunden werde. In dieser Welt gibt es Gutes und Schlechtes. Ihre guten Dinge sind nicht die guten, ihre schlechten Dinge sind nicht die schlechten. Es gibt aber Schlechtes nach dieser Welt, das wirklich schlecht ist, das man die Mitte nennt. Das ist der Tod. Da wir uns in dieser Welt befinden, ist es für uns angemessen, die Auferstehung zu erwerben, damit, wenn wir das Fleisch ablegen, wir in der Ruhe gefunden werden und nicht in der Mitte wandeln. Denn viele verirren sich auf dem Weg. Es ist nämlich gut, aus der Welt herauszukommen, bevor der Mensch gesündigt hat. Einige wollen weder noch können sie. Andere haben keinen Nutzen, wenn sie wollen, weil sie es, das Gewollte, nicht getan haben. Denn zu Sündern sind sie geworden. Und wenn sie nicht wollen, wird die Gerechtigkeit sich vor beiden, in beiden Fällen verbergen oder entfernen. Und es ist immer eine Angelegenheit des Willens, nicht des Tuns. Ein Apostelschüler sah in einem Traumgesicht einige, wie sie in einem brennenden Haus eingeschlossen waren und gebunden waren mit feurigen Fesseln. Und es wurde ihnen gesagt, diese wären imstande gewesen zu retten. Aber sie haben nicht gewollt. So haben sie erlangt die Strafe, welche genannt wird die äußerste Finsternis. Aus Wasser und Feuer sind die Seele und der Geist entstanden. Aus Wasser und Feuer ist der Sohn der Brautkammer entstanden. Das Feuer ist das Salböl, das Licht ist das Feuer. Ich spreche nicht von dem Feuer, das keine Gestalt hat, sondern von dem anderen Feuer, dessen Gestalt weiß ist, welches schönes Licht ist und das die Schönheit gibt. Die Wahrheit kam nicht nackt in die Welt, sondern sie kam in Sinnbildern und Abbildern. Sie, die Welt, wird sie, die Wahrheit, nicht anders empfangen können. Es gibt eine Wiedergeburt und ein Abbild der Wiedergeburt. Es ist wahrhaftig angemessen, durch das Abbild wiedergeboren zu werden. Was ist sie? Die Auferstehung. Und das Abbild muss durch das Abbild auferstehen. Das Brautgemach und das Abbild müssen durch das Abbild und die Wahrheit eingehen. Das ist die Wiederherstellung. Nicht allein müssen die, welche die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes hervorbringen, so handeln, sondern auch die, welche sie für dich hervorgebracht haben. Wenn jemand sie sich nicht erwirbt, wird ihm auch der Name Christi weggenommen werden. Man erhält sie aber in der Salbung des Kraftes des Kreuzes, welche die Apostel die Rechte und die Linke nennen. Denn dieser ist nicht mehr ein Christ, sondern ein Christus. Der Herr hat alles in einem Mysterium gemacht, die Taufe und die Salbung und die Eucharistie und eine Erlösung und ein Brautgemach. Er sagt, ich bin gekommen, um die unteren Dinge wie die oberen Dinge und die der Außenseite wie die der Innenseite zu machen. Ich bin gekommen, um sie an jenem Ort zu vereinigen. Und diejenigen, die sagen, es gibt einen himmlischen Menschen und es gibt einen oberhalb von ihm, die irren sich. Denn der, der offenbar ist, ist jener himmlische Mensch. Denn man nennt ihn der, der unten ist. Und der, zu dem das Verborgene gehört, ist jener, der sich über ihm befindet.
Besser nämlich wäre es zu sagen, die Innenseite und die Außenseite und das, was außerhalb der Außenseite ist. Deswegen hat der Herr das Verderben genannt, die Finsternis, die außen ist. Es gibt nichts anderes außerhalb von ihr. Er sagte, mein Vater, der im Verborgenen ist. Er sagte, gehe in deine Kammer und schließe die Tür ab und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Das heißt, der, der innerhalb von ihnen allen ist. Aber das, was in ihnen allen ist, ist das Pleroma. Nach ihm gibt es keinen anderen in seinem Inneren. Das ist der, von dem man sagt, der über ihnen ist. Vor Christus kamen einige aus einem Ort heraus, in den sie nicht mehr hineingehen konnten. Und wohin sie gingen, dort konnten sie nicht mehr herauskommen. Dann kam Christus. Die hineingegangen waren, brachte er heraus. Und die herausgegangen waren, brachte er hinein. Als Eva noch in Adam war, gab es keinen Tod. Als sie von ihm getrennt wurde, entstand der Tod. Wenn sie wiederum hineingeht und ihn annimmt, wird kein Tod mehr sein. Mein Gott, warum, Herr, hast du mich verlassen? Er sprach dies am Kreuz, denn er war abgetrennt von diesem Ort. Er, der gezeugt worden war, durch den, der Gott ist, der heraus aus den Toten trat und sein Leib vollkommen war. Er besteht aus Fleisch, aber dieses Fleisch ist wahres Fleisch. Unseres ist aber kein wahres Fleisch, sondern ein Abbild. Es gibt gewöhnlich kein Brautgemach für die Tiere, noch für die Sklaven und befleckten Frauen, sondern es ist für freie Menschen und Jungfrauen bestimmt. Durch den Heiligen Geist werden wir zwar wiedergeboren, geboren aber werden wir durch Christus. In den beiden Fällen werden wir vom Geist gesalbt. Als wir geboren wurden, waren wir vereinigt. Niemand wird sich sehen können, sei es im Wasser oder sei es in einem Spiegel ohne Licht. Noch wirst du dich anders sehen können, im Licht ohne Wasser und Spiegel. Deswegen ist es angemessen, mit beiderlei zu taufen, mit dem Licht und mit dem Wasser. Das Licht aber ist die Salbung. Es gibt drei Häuser als Opferstätten in Jerusalem. Das eine, das sich zum Westen hin öffnete, nannte man das Heilige. Das andere, das zum Süden hin offen war, nannte man das Heilige des Heiligen. Das dritte war nach Osten hin geöffnet und wurde das Heilige der Heiligen genannt, der Ort, den der Hohepriester allein betritt. Die Taufe ist das Heilige Haus, die Erlösung ist das Heilige der Heiligen. Das Heilige der Heiligen ist das Brautgemach. Die Taufe enthält die Auferstehung und die Erlösung. Die Erlösung ist im Brautgemach, das Brautgemach, aber in dem, was erhabener als sie ist. Der Vorhang im Heiligen des Heiligen zerriss von oben nach unten, denn es ist angemessen für einige, von unten nach oben zu gehen. Die Kräfte sehen diejenigen, die das vollkommene Licht angelegt haben, nicht und können sie nicht festhalten. Einer aber wird das Licht anlegen im Mysterium, in der Vereinigung. Hätte die Frau sich nicht vom Mann getrennt, würden sie nicht mit dem Manne sterben. Seine Trennung wurde zum Anfang des Todes. Deswegen ist Christus gekommen, damit er die Trennung, die von Anfang an bestand, wieder beseitigte und sie beide vereinige und denjenigen, die in der Trennung gestorben sind, Leben gebe und sie vereinige. Die Frau aber vereinigte sich mit ihrem Gatten im Brautgemach. Die sich aber im Brautgemach vereinigt haben, werden sich nicht mehr trennen. Deshalb trennte sich Eva von Adam, denn sie hatte sich nicht mit ihm verbunden im Brautgemach.
Die Seele Adams entstand aus einem Hauch. Ihr Partner ist der Geist Pneuma. Seine Mutter ist der Geist, der ihm gegeben wurde. Seine Seele wurde von ihm genommen. Sie gab ihm einen Geist an ihrer Stelle. Als er sich mit dem Geist vereinigte, sprach er einige Worte, die erhabener als die Kräfte waren. Sie beneideten ihn um den pneumatischen Partner. Jesus offenbarte sich dem Jordan. Das Pleroma des Reiches, der Himmel, der vor dem All gezeugt worden war, wurde wiedergeboren. Der, der einst gesalbt wurde, wurde wiedergesalbt. Der gerettet worden war, rettete wieder andere. Rettete wieder andere. Wenn es angemessen ist, ein Geheimnis auszusprechen, der Vater des Alls vereinigte sich mit der Jungfrau, die herabgekommen war, und ein Feuer erleuchtete ihn an jenem Tage. Er offenbarte das große Brautgemach. Daher kam sein Körper, der an jenem Tag entstanden war, aus dem Brautgemach, wie einer, der aus dem Bräutigam und der Braut entstanden war. Ebenso richtete Jesus das All auf in ihm durch diese. Und es ist angemessen, dass jeder einzelne Jünger in seiner Ruhestätte eingeht. Adam entstand aus zwei Jungfrauen, aus dem Geist und der jungfräulichen Erde. Deswegen wurde Christus aus einer Jungfrau geboren, damit er den Fehltritt, der am Anfang geschehen war, wieder in Ordnung bringe. Es gibt zwei Bäume im Paradies. Der eine bringt Tiere hervor, der andere bringt Menschen hervor. Adam aß von dem Baume, der Tiere hervorbrachte. Er wurde zum Tier und brachte Tiere hervor. Deswegen verehren die Söhne Adams die Tiere. Der Baum, der Frucht ist, wird zahlreich werden. Und sie aßen den, der Frucht bringt und die Menschen hervorbringt. Gott erschuf den Menschen und die Menschen erschufen Gott. So verhält es sich mit der Welt. Die Menschen erschaffen Götter und sie verehren ihre Schöpfung. Es wäre angemessen, dass die Götter die Menschen verehren, wie es der Wahrheit entspricht. Die Werke des Menschen entstehen gewöhnlich aus seiner Kraft. Deswegen nennt man sie auch die Kräfte. Seine Werke aber sind seine Kinder, die aus Ruhe entstanden sind. Deswegen wohnt seine Kraft in seinen Werken, während die Ruhe aber in den Kindern offenbar ist. Und du wirst finden, dass das bis an das Abbild heranreicht. Und das ist der abbildliche Mensch, der sein Werk aus seiner Kraft heraustut, aus Ruhe aber seine Kinder zeugt. In dieser Welt dienen die Sklaven den Freien, im Reich des Himmels aber werden die Freien den Sklaven dienen. Die Kinder des Brautgemachs werden den Kindern der Hochzeit dienen. Die Kinder des Brautgemachs haben einen einzigen Namen, Ruhe herrscht. Einander brauchen sie keine andere Form, denn sie haben die Schau. Sie sind zahlreich in denen, die sind in der Ehre. Die hinabgehen zum Wasser, heraus aus dem Wasser, werden geheiligt werden, die, die sind in seinem Namen. Er sprach nämlich, so werden wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Die, die behaupten, man wird zuerst sterben und dann auferstehen, irren sich. Wenn man nicht die Auferstehung zu Lebzeiten empfängt, wird man nichts empfangen, wenn man stirbt. Entsprechend redet man auch von der Taufe, wenn gesagt wird, groß ist die Taufe, denn wenn man sie empfängt, wird man leben. Der Apostel Philippus sprach, Josef, der Zimmermann, pflanzte einen Garten, weil er Holz benötigte für sein Handwerk. Er ist es, der das Holz aus den Bäumen, die er anpflanzte, hergestellt hat.
und sein eigener Same hing an dem, was er angepflanzt hatte. Sein Same war Jesus, die Pflanze aber das Kreuz. Aber der Baum des Lebens ist in der Mitte des Paradieses. Und es ist der Ölbaum, dem die Salbung entstammt. Durch sie entstand die Auferstehung. Diese Welt ist ein Leichenesser. Alle Dinge, die man in ihr isst, sterben auch wieder. Die Wahrheit ist ein Lebensesser. Daher wird niemand von denen, die sich an der Wahrheit nähren, sterben. Jesus ist aus jenem Ort gekommen und brachte Nahrung von dort. Und denen, die wollten, gab er, damit sie nicht sterben. Gott pflanzte einen Garten. Der Mensch wohnte im Garten. Es gibt etliche, die existieren zusammen mit etlichen Gottes. Der Garten ist der Ort, in dem man sagen wird, ist dies oder ist das nicht, ganz wie du willst. Das ist der Ort, wo ich alle Dinge essen werde, da sich dort der Baum der Erkenntnis befindet. Jener tötete Adam. An diesem Ort belebte der Baum der Erkenntnis den Menschen. Das Gesetz war der Baum. Er hatte die Fähigkeit, die Erkenntnis des Guten und Bösen zu verleihen. Aber weder entfernte er ihnen das Böse, noch ließ er sie im Guten, sondern er bewirkte Tod für die, die von ihm aßen. Denn dadurch, dass er sagte, ist dies oder ist das nicht, wurde er zum Anfang des Todes. Die Salbung steht über der Taufe, denn aufgrund der Salbung wurden wir Christen genannt, nicht wegen der Taufe. Und man nennt Christus wegen der Salbung so. Denn der Vater salbte den Sohn, der Sohn aber salbte die Apostel. Die Apostel aber salbten uns. Wer gesalbt worden ist, hat das All. Er hat die Auferstehung, das Licht, das Kreuz, den Heiligen Geist. Der Vater gab ihm das Brautgemach und er erhielt es. Der Vater nahm Wohnung im Sohn und der Sohn im Vater. Dies ist das Reich der Himmel. Treffend sagte der Herr, einige gingen lachend in das Reich der Himmel und sie kamen heraus. Und sofort, als er hinabstieg in das Wasser, kam er hinauf, als Herr über das All. So verhält es sich auch mit dem Brot und dem Kelch und dem Öl, wenn es auch etwas anderes gibt, was bedeutender als dieses ist. Die Welt entstand durch die Verfehlung, denn der, der sie schuf, wollte sie unvergänglich und unsterblich schaffen. Er kam zu Fall und errichtete das Erhoffte nicht, denn es gibt nämlich nicht die Unvergänglichkeit der Welt. Und es gab nicht die Unvergänglichkeit dessen, der die Welt geschaffen hatte. Es gibt nämlich nicht die Unvergänglichkeit der Dinge, sondern der Kinder. Und kein Ding wird Unvergänglichkeit erhalten können, wenn es nicht Kind wird. Wer aber nicht imstande ist zu empfangen, umso weniger wird er geben können. Der Kelch des Gesetzes enthält Wein, enthält Wasser, das als Sinnbild des Blutes dient, über dem gedankt wird. Und er ist gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und er gehört ganz dem vollkommenen Menschen. Wenn wir dies trinken, werden wir für uns den vollkommenen Menschen empfangen. Das lebendige Wasser ist ein Körper. Wir müssen den lebendigen Menschen anziehen. Deshalb entkleidet er sich, wenn er kommt, zum Wasser hinunterzusteigen, damit er jenen anzieht. Ein Pferd zeugt ein Pferd, ein Mensch zeugt einen Menschen, ein Gott zeugt einen Gott. Ebenso verhält es sich mit dem Bräutigam und der Braut. Christen nennt man das auserwählte Geschlecht und den wahren Menschen und den Sohn des Menschen und den Samen des Sohn des Menschen. Diese waren Geschlecht, wie es in der Welt genannt wird. Wo die Kinder des Brautgemachs wohnen, während die Vereinigung in dieser Welt,
eine von Mann und Frau ist, der Ort für die Kraft und die Schwäche, ist die Gestalt der Vereinigung im Äon etwas anderes. Wir nennen sie aber mit diesen Namen. Es gibt aber auch andere. Es sind höhere als alle Namen, die genannt werden. Und sie sind dem Starken überlegen. Dort nämlich, wo Gewalt ist, sind auch die, die wertvoller als die Kraft sind. Was jene betrifft, der eine ist es nicht, der andere ist es. Aber sie beide sind dieser Einzige. Dieser ist es, der nicht in dem fleischlichen Sinne wird herauskommen können. Ist es nicht angemessen für alle, die das alles haben, dass sie sich selbst erkennen? Einige aber, wenn sie sich nicht selbst erkennen, werden nicht genießen, was sie haben. Die anderen, die sich erkannt haben, werden sie, ihre Besitztümer, genießen. Der vollkommene Mensch wird nicht nur festgehalten werden können, sondern wird auch gesehen werden können. Denn wenn er gesehen wird, wird er festgehalten werden. Auf andere Art wird sich niemand dieser Gnade erwerben können. Auch wenn er sich mit dem vollkommenen Licht bekleidet und selbst zum vollkommenen Licht wird, der, der es angezogen hat, wird gehen, dieser ist der Vollkommene. Es ist unbedingt wichtig, dass wir vollkommen werden, bevor wir diese Welt verlassen. Wer immer das All empfangen hat, wird einen Platz in der Mitte bekommen, wie ein Unvollkommener. Allein Jesus kennt das Ende von diesem. Der heilige Mensch ist vollkommen heilig bis zu seinem Körper. Denn wenn er das Brot empfangen hat, wird er es heilig machen, oder der Kelch, der alles Übrige, das er empfängt, indem er es reinigt. Und wie soll er nicht auch den Körper reinigen? Wie Jesus das Wasser der Taufe vollendet hat, so goss er den Tod weg. Deswegen steigen wir zwar hinunter in das Wasser, wir gehen aber nicht hinunter in den Tod, damit wir nicht ausgegossen werden in den Geist der Welt. Wenn er weht, lässt er den Wind entstehen. Wenn der Heilige Geist weht, wird es Sommer. Wer die Erkenntnis der Wahrheit hat, ist frei. Der Freie aber sündigt nicht. Denn wer die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. Die Mutter ist die Wahrheit, die Erkenntnis aber ist der Vater. Diejenigen, die denken, dass es nicht zu ihnen passt, zu sündigen, nennt die Welt Freie. Die, die denken. Erkenntnis der Wahrheit erhebt die Herzen, das heißt, sie macht sie frei und lässt sich über den ganzen Ort erheben. Die Liebe aber erbaut. Wer aber frei geworden ist durch die Erkenntnis, ist ein Knecht wegen der Liebe zu denen, die die Freiheit der Erkenntnis noch nicht aufnehmen konnten. Die Erkenntnis aber macht sie tauglich, dass sie frei werden. Die Liebe nennt nie etwas ihr eigen. Sie besitzt nicht. Sie spricht nicht, das gehört nicht dir oder das gehört mir, sondern sie spricht, alles gehört dir. Die geistige Liebe ist wie ein Wein und Duft. Es genießt sie alle, die sich mit ihr salben werden. Es genießt sie auch diejenigen, die neben ihr stehen, solange die Gesalbten dastehen. Wenn die mit Salbe Gesalbten aufhören, bei ihnen zu stehen und weggehen, bleiben jene, die nicht gesalbt sind und nur neben ihnen stehen, wieder in ihrem Gestank zurück. Der Samariter gab dem Verwundeten nichts als Wein und Öl. Es ist nichts anderes als die Salbung. Und er heilte die Wunden. Die Liebe nämlich bedeckt die Menge der Sünden. Dem, den die Frau liebt, gleicht die, die sie gebären wird. Wenn es ihr Gatte ist, gleicht sie ihrem Gatten. Wenn es ein Ehebrecher ist, gleicht sie dem Ehebrecher. Oft, wenn eine Frau mit ihrem Gatten aufgrund einer Notwendigkeit erzwungen schläft, ihr Sinn aber bei dem Ehebrecher ist, mit dem sie sich zu vereinigen pflegt,
so gebiert sie den, den sie gebären wird, indem er dem Ehebrecher gleicht. Ihr aber, die ihr mit dem Sohne Gottes seid, liebt nicht die Welt, sondern liebt den Herrn, damit die, die ihr Zeugen werdet, nicht der Welt ähneln werden, sondern dem Herrn. Der Mensch verbindet sich mit dem Menschen, das Pferd verbindet sich mit dem Pferd, der Esel mit dem Esel. Die Arten mischen sich mit ihren Artgenossen. Ebenso verbindet sich der Geist mit dem Geist, und der Logos verkehrt mit dem Logos, und das Licht verkehrt mit dem Licht. Wenn du Mensch wirst, wird der Mensch dich lieben. Wenn du Geist wirst, wird der Geist sich mit dir vereinigen. Wenn du Logos wirst, wird sich der Logos mit dir verbinden. Wenn du ein Licht wirst, ist es das Licht, das mit dir verkehren wird. Wenn du ein von denen von oben wirst, werden die von oben sich auf dir zur Ruhe niederlassen. Wenn du Pferd wirst, oder Esel, oder Kalb, oder Hund, oder Schaf, oder ein anderes Tier, die außen sind und unten, werden dich weder Mensch, noch Geist, noch Logos, noch das Licht, noch die von oben, noch die von ihnen lieben können. Sie werden sich nicht in dir niederlassen können, und du hast keinen Anteil an ihnen. Wer gegen seinen Willen Sklave ist, wird frei werden können. Wer frei geworden ist durch die Gnade des Herrn und sich selbst verkauft hat in eine Sklaverei, wird nicht mehr frei werden können. Die Landwirtschaft der Welt besteht durch vier Dinge. Man erntet in die Vorratskammer durch Wasser und Erde und Wind und Licht. Die Landwirtschaft Gottes besteht ebenso durch vier: durch Glaube und Hoffnung und Liebe und Erkenntnis. Unsere Erde ist der Glaube, in dem wir Wurzeln fassen. Das Wasser aber ist die Hoffnung, durch sie ernähren wir uns. Der Wind ist die Liebe, durch ihn wachsen wir. Das Licht aber ist die Erkenntnis, durch sie reifen wir. Wohl dem, der noch keine Seele betrübt hat, dieser ist Jesus Christus. Er kam zu dem ganzen Ort und belästigte niemand. Deswegen ist der so Beschaffene selig, denn er ist ein vollkommener Mensch, denn dieser ist der Logos. Fragt uns über ihn, da es schwierig ist, diesen aufzurichten. Wie werden wir dieses große Werk vollbringen können? Wie wird er einem jeden Ruhe geben? Vor allen Dingen darf man niemanden betrüben, sei es ein großer, sei es ein kleiner, ein Ungläubiger oder ein Gläubiger. Sodann ist es nicht angemessen, nur denen Ruhe zu geben, die im Guten ruhen. Es gibt welche, für die gut ist, dem Ruhe zu geben, der gut ist. Dem, der das Gute tut, ist es nicht möglich, diesen Ruhe zu geben. Denn er kommt nicht nach seinem Belieben. Er ist ihm aber unmöglich zu betrüben, da er nicht veranlasst, sie zu bedrängen. Aber der, der gut ist, betrübt sie manchmal. Er ist nicht so, sondern ihre eigene Schlechtigkeit ist es, die sie betrübt. Wie die entsprechende Natur hat, gibt Freude dem Guten. Einige aber betrüben sich darüber auf schlechte Weise. Ein Hausherr erwarb alle Sachen, seien es seine Kinder oder Sklaven oder Vieh oder Hunde oder Schweine, sei es Weizen, sei es Gerste oder Stroh oder Gras oder Fleisch oder Eicheln. Weise aber war er und er kannte die Nahrung jedes Einzelnen. Den Kindern legte er Brot vor, den Sklaven legte er Korn vor, den Tieren warf er Gerste vor und Stroh und Gras. Den Hunden warf er Knochen vor, den Schweinen aber warf er Eicheln hin und Brot. Ebenso verhält es sich mit den Jüngern Gottes. Wenn er weise ist, versteht er die Jüngerschaft. Die körperlichen Gestalten werden ihn nicht täuschen, sondern er wird auf die Beschaffenheit der Seele eines jeden Einzelnen blicken und entsprechend mit ihnen reden. Es gibt viele Tiere auf der Welt, die menschliche Gestalt haben.
Wenn er diese erkennt, wird er den Schweinen Eicheln vorwerfen. Dem Vieh aber wird er Gerste und Stroh und Gras vorwerfen. Dem Hund wird er Knochen hinwerfen, den Sklaven wird er die ersten, anfängliche Lehren geben. Den Kindern wird er die vollkommenen, vollständige Belehrung geben. Es gibt den Sohn des Menschen und es gibt den Sohn des Sohnes des Menschen. Der Herr ist der Sohn des Menschen und der Sohn des Sohnes des Menschen ist der, der durch den Sohn des Menschen erschaffen wird. Der Sohn des Menschen erhielt von Gott die Fähigkeit zu schaffen. Er hat auch die Fähigkeit zu zeugen. Wer die Fähigkeit zu erschaffen empfangen hat, ist ein Geschöpf. Wer die Fähigkeit zu zeugen erhalten hat, ist ein Erzeuger. Der, der erschafft, kann nicht zeugen. Wer zeugt, kann nicht schaffen. Man sagt aber, wer schafft, zeugt. Aber sein Gezeugtes ist ein Geschöpf. Deswegen sind die Gezeugten nicht seine Kinder, sondern wer schafft, wirkt im Sichtbaren. Wer zeugt, wirkt im Verborgenen. Und er ist im Verborgenen das Abbild. Wer erschafft, erschafft im Sichtbaren. Wer aber zeugt, zeugt die Kinder im Verborgenen. Niemand kann wissen, an welchem Tag sich der Mann und die Frau miteinander vereinigen, außer sie allein. Denn ein Geheimnis ist die Hochzeit der Welt für die, die eine Frau genommen haben. Wenn schon die Hochzeit der Befleckung verborgen ist, um wie viel mehr ist die unbefleckte Hochzeit ein wahrhaftiges Mysterium? Nicht fleischlich ist sie, sondern rein. Sie gehört nicht zur Begierde, sondern zum Willen. Sie gehört nicht zur Finsternis oder zur Nacht, sondern sie gehört zum Tag und zum Licht. Wenn eine Hochzeit entkleidet ist, ist sie Unzucht geworden. Und nicht nur, wenn die Braut den Samen eines anderen Mannes empfängt, sondern auch, wenn sie ihr Schlafgemach verlässt und gesehen wird, begeht sie Unzucht. Nur ihrem Vater und ihrer Mutter und dem Freund des Bräutigams und den Kindern des Bräutigams soll sie sich zeigen. Diesen ist es erlaubt, täglich in das Brautgemach hineinzugehen. Die anderen aber mögen begehren, aber nur ihre Stimme zu hören und ihre Salbe zu genießen. Und sie mögen sich nähren von den Abfällen, die von der Tafel fallen, wie die Hunde. Bräutigam und Braut gehören zum Brautgemach. Niemand wird den Bräutigam und die Braut sehen können, außer er wird zu diesem. Als Abraham das sah, was er sehen sollte, beschnitt er das Fleisch der Vorhaut, wodurch er uns zeigt, dass es notwendig ist, das Fleisch zu vernichten. Viele Dinge der Welt haben nur Bestand und Leben, solange ihr Inneres verborgen ist. Wenn sie sichtbar werden, sterben sie gemäß dem deutlichen Beispiel des sichtbaren Menschen. Solange die Eingeweide des Menschen verborgen sind, lebt der Mensch. Wenn seine Eingeweide zum Vorschein kommen und aus ihm herauskommen, stirbt der Mensch. So verhält es sich auch mit dem Baum. Solange die Wurzeln verborgen sind, sprießt er und lebt. Wenn seine Wurzel sichtbar wird, verdorrt der Baum. So verhält es sich mit den Gezeugten der Welt. Nicht nur mit den Sichtbaren, sondern auch mit den Verborgenen. Denn solange die Wurzel der Bosheit verborgen ist, ist sie stark. Wenn sie aber erkannt wird, hat sie sich aufgelöst. Wenn sie sich aber zeigt, ist sie dahingeschwunden. Deshalb sagt der Logos, schon ist die Axt an die Wurzel des Baumes gelegt. So wird sie nicht abgehauen werden. Was abgehauen ist, sprießt wieder. Sondern die Axt gräbt hindurch bis zum Grund, bis sie die Wurzel heraufbringt. Jesus riss die Wurzel des ganzen Ortes aus. Andere aber nur teilweise. Was uns aber betrifft, jeder von uns soll graben nach der Wurzel der Bosheit, die in ihm ist, und sie herausreißen mit ihrer Wurzel aus seinem Herzen. Sie wird aber herausgerissen werden, wenn wir sie erkennen.
Wenn wir sie aber nicht erkennen, schlägt sie Wurzeln in uns und bringt ihre Früchte in unserem Herzen hervor. Sie ist aber Herr über uns, wir sind ihre Knechte. Sie nimmt uns gefangen, auf dass wir tun, was wir nicht wollen. Und was wir wollen, tun wir nicht. Sie ist mächtig, weil wir sie nicht erkannt haben. Solange sie existiert, wirkt sie. Die Unwissenheit ist die Mutter von allem Bösen. Unwissenheit dient dem Tode. Denn die, aus der Unwissenheit stammen, waren weder, noch sind sie, noch werden sie sein. Sie werden vollendet werden, wenn die ganze Wahrheit offenbar wird. Die Wahrheit nämlich ist wie die Unwissenheit. Wenn sie verborgen ist, ruht sie in sich. Wenn sie sich aber offenbart und erkannt wird, pflegt man sie zu preisen, weil sie mächtiger ist als die Unwissenheit und der Irrtum. Sie gibt Freiheit. Der Logos sprach: Wenn ihr die Wahrheit erkennt, wird die Wahrheit euch frei machen. Die Unwissenheit ist Sklave. Die Erkenntnis ist Freiheit. Wenn wir die Wahrheit erkennen, werden wir die Früchte der Wahrheit in uns finden. Wenn wir uns mit ihr verbinden, wird sie unsere Fülle bringen. Jetzt haben wir die offenbaren Dinge der Schöpfung. Wir sagen, sie sind die wertvollen Starken, die verborgenen Dinge aber sind die wertlosen Schwachen. So verhält es sich mit den offenbaren Dingen der Wahrheit. Schwache sind es, und sie sind verachtet. Die verborgenen Dinge hingegen sind die Starken. Und sie sind die Sinnbilder und Abbilder. Das Brautgemach aber ist verborgen. Es ist das Heilige im Heiligen. Der Vorhang verdeckte zwar zuerst, wie Gott die Schöpfung errichtete. Wenn aber der Vorhang zerrissen und die Dinge des Inneren zum Vorschein gekommen, wird man dieses Haus verlassen, so dass es leer ist. Und zudem wird man es zerstören. Die ganze Göttlichkeit aber wird aus diesem Orte fliehen, nicht hinein in das Heilige der Heiligen, denn sie wird sich nicht mit dem unvermischten Licht und dem makellosen Pleroma vermischen können, sondern sie wird gelangen unter die Flügel des Kreuzes und unter seine Arme. Die Arche wird ihr zur Rettung werden, wenn die Wasserflut über sie Macht gewinnt. Wenn einige im Stamm der Priesterschaft sind, werden diese hineingehen können, in die Innenseite des Vorhangs mit der hohen Priesterschaft. Deswegen zerreißt der Vorhang nicht allein oben, da er sich denen von oben allein geöffnet hätte. Er zerreißt auch nicht nur unten, da er sich denen von unten allein gezeigt hätte, sondern er zerreißt von oben nach unten. Die von oben öffneten uns, denen von unten, damit wir in das Verborgene der Wahrheit hineingehen. Das ist wahrhaftig das Wertvolle, das Starke ist. Wir werden dort aber hineingehen durch wertlose Sinnbilder und Schwachheiten. Sie sind wertlos gegenüber der vollkommenen Herrlichkeit. Es gibt Herrlichkeit, die Herrlichkeit übertrifft. Es gibt Kraft, die Kraft übertrifft. Deshalb hat sich das Vollkommene uns geöffnet, das Geheime der Wahrheit. Und die Heiligen der Heiligen haben sich offenbart. Und das Schlafgemach hat uns herbeigerufen. Solange es zwar verborgen ist, ist die Bosheit unwirksam. Sie wurde aber nicht aus der Mitte des Samens des Heiligen Geistes entfernt. Sie sind Sklaven der Bosheit. Wenn es sich aber offenbart, dann wird sich das vollkommene Licht über jeden Einzelnen gießen, und alle, die in ihm sind, werden Salbung empfangen. Dann werden die Sklaven frei werden und die Gefangenen erlöst werden. Jede Pflanze, die mein Vater, der im Himmel ist, nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Die Getrennten werden vereinigt werden und erfüllt werden. Alle, die in das Schlafgemach hineingehen werden, werden das Licht anzünden. Das Feuer der Nacht verlischt. Die Mysterien der Hochzeit hingegen vollziehen sich am Tag und im Licht.
Jener Tag und sein Licht gehen nicht unter. Wenn jemand Kind des Brautgemaches wird, wird er das Licht empfangen. Wenn es jemand nicht empfängt, während er an diesem Orte ist, so wird er es nicht empfangen können an einem anderen Ort. Wer jenes Licht empfangen wird, wird nicht gesehen werden können, noch wird er festgehalten werden können, und niemand wird einen solchen belästigen können, wenn er auch in der Welt lebt. Und auch wenn er hinausgeht aus der Welt, hat er schon die Wahrheit empfangen in Abbildern. Die Welt wurde zum Äon, denn der Äon ist für sie das Pleroma. Und er ist so, indem er offenbar ist, ihm allein, indem er nicht in der Finsternis und in der Nacht verborgen ist, sondern indem er verborgen ist in einem vollkommenen Tag und in einem heiligen Licht.